Ja, Glückwunsch nochmal. Bärenstarke Saison gespielt, 28 Tore. Wie zufrieden bist du selbst mit deiner persönlichen Saison? Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Saison. Habe ich mir so nicht vorgestellt, aber umso schöner war die Saison eben. Ich bin glücklich auch für den SV Heimstetten, dass ich mit so vielen Toren auch zum Aufstieg geholfen habe. Du warst ja Teil des viel zitierten Trio Infernale, das Heimstetten wieder in die Regionalliga geballert hast. Wie wichtig war es auch, dass du noch zwei vorne neben dir hattest, die auch wissen, wo das Tor steht? Ja, das war schon sehr wichtig für mich. Es sind auch zwei sehr gute Freunde von mir auch immer noch, mit Orhan und Lucky. Ja, wir waren eben unberechenbar. Ich war nicht der Einzige, der die Tore geschossen hat, sondern ich hatte eben noch, wie gesagt, die anderen beiden. Und so war es auch schwer zu verteidigen, eben welchen man von uns decken soll. Jetzt folgt der Wechsel Augsburg 2. Was erwartest du dir von der neuen Aufgabe? Ja, ich erwarte erstmal, dass ich mich persönlich weiterentwickle. So wie ich die Mannschaft bisher kennengelernt habe. Super Team, super Mannschaft. Ja, mein erstes Ziel jetzt ist erstmal, dass ich mich eben persönlich in die Mannschaft reinspiele und mich entwickle. Jetzt besonders emotional, wenn du dann hierhin wieder zurückkehrst und diesmal im Augsburg-Trikot gegen deine alten Teamkameraden spielst. Auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube ich, der vierte Spieltag schon. Auf das Spiel freue ich mich schon sehr. Aber es trotzdem heißt, dir ein paar Buden einzuschenken. Ja. Ich sag mal so, daneben schießen mit Absicht werde ich nicht. Perfekt, vielen Dank.